Scheiße, scheiße, scheiße. Ich weiß ja nicht, wie weit wir ins Minus abrutschen dürfen überhaupt. Wie viel Holz haben wir? Ach da, ich habe gerade Holz nicht gesehen. Vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen. Okay. So, jetzt sollten wir vielleicht mal ein paar mehr Steuern einnehmen. Ach verdammt, wieso sehe ich das denn nicht? Oder warte, was ist das eigentlich hier? Ach, das ist so eine allgemeine Statistik, okay. Okay, okay, okay. Achso, wir können bestimmt auch einfach einen Marktplatz irgendwo anklicken. Nein, nicht die Kirche. Marktplatz. Marktplatz. So. 112 minus. Eieieiei. Ich muss wieder runterkommen auf jeden Fall. Dass wir auch die Steuern nicht erhöhen können. Können wir irgendwelche Preise erhöhen oder so? Kann mal ein Händler kommen, der irgendwas kauft? Verkaufen. Kann ich noch was verkaufen? Eisen haben wir und was? Scheiben, Kleister. Wir haben ein kleines Problemchen. 111, das wird auch nicht besser. Verdammt. Was kostet denn sowas hier? Muss man eben wirklich. Diese Unternehmen hier, die wir nicht unbedingt brauchen, schließen. 12. Ich frage noch, was das viel kostet, ey. Die Bilanz ist bei 66 im Minus. So eine Kirche hier kann man nicht. Was war das für ein Geräusch? Naja, ich wollte gerade sagen, die sind ja dann trotzdem nicht umsonst. Die kosten ja immer noch was. Hier. Ich brauche noch mehr Geld, verdammt. Verdammte Axt. Da habe ich ja überhaupt nicht drauf geachtet. Können wir alles nicht. Das können wir nicht dicht machen. Marktplatz natürlich auch nicht. Was kostet denn hier noch so viel? Was ist denn das hier? Verkaufserlöse. Was sind auch Erlöse, Warenerträge? Betriebskosten. Die Betriebskosten sind zu hoch. Scheiße. Was kostet denn hier noch so viel? Ein flammendes Inferno bedroht euch. Oh, auch noch sowas, ey. Auch noch sowas. Zack. Schon nicht mehr. Okay, es tut mir leid. Was kostet denn die Kirche hier? Die kostet 50? Schule. Die Sachen können wir natürlich alle nicht schließen. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich kann nur hoffen, dass wir jetzt... Ja, jetzt sind wir wieder im Plus. Also hat sich die Bilanz wahrscheinlich jetzt wieder... Ist wieder im positiven Bereich. Das war schon mal gut. In der Zeit können wir ja mal die andere Insel uns angucken. Wo ist denn das Schiff? What? Wieso bist du nicht weitergefahren? Habe ich das nicht hier hingeschickt? Oder war das noch die Geschichte mit der falschen Taste? Vielleicht habe ich die nochmal gedrückt. Das ist natürlich sehr schlau. Ach, hier ist der Drupp. Richtig? Ist das der Scout oder was? Was ist das? Das sieht nicht aus wie der Scout. Eher wie eine Frau, die einen Fächer in der Hand hält, aber... Die spaziert hier einfach so durch den Wald, na gut. Der Scout ist hier oben. Ach, war das die Aufgabe? Sollen wir die abholen, oder was war das? Ich hatte das, glaube ich, gar nicht so mitgekriegt, weil ich mich mehr darauf konzentriert habe, aufzuschreiben, wann ich das Video dann einblenden muss. Sind wir wieder Minus, das ist doch zum Mäusemelken. Sind wir wieder hier, wieso ist die Bilanz denn jetzt auf einmal wieder schlecht? Wo kommt man die Sachen hier noch sehen?
Nein. Fragezeichen? Das? Fahrt zu der Insel, die euch der Herzog zugewiesen hat, und gründet eine Stadt, in der wenigstens 42 Einwohner den Status Siedler haben. Ein Fähnchen soll euch den Weg weisen. Das haben wir gemacht. Findet Katharina von Breitenstein und bringt sie zurück in eure Stadt. Ah, ja. Okay. Das hatte ich ja tatsächlich nicht so ganz mitgekriegt. Mit einem Schiff, etwas Proviant und ein paar treuen Segel. Ich lese das nochmal. So, den ersten Satz haben wir ja gelesen. In den letzten Tagen haben... Nee. Moment. Ja, ich war schon viel zu weit. So. Mit einem Schiff, etwas Proviant und ein paar treuen Seelen segelt ihr in die Randbezirke der zivilisierten Welt. Der dort herrschende Herzog von Breitenstein, ein charismatischer Mann, ist beeindruckt von der ungestümen Art, mit der ihr um Erlaubnis bittet, auf einer umliegenden Insel mit einer Siedlung aufzubauen. Als er einwilligt und euch die Hand schüttelt, zieht er euch zu sich heran und wispert in euer Ohr, dass ihr es hier zu etwas bringen könnt, wenn ihr euch beweist. Die Schrift ist echt ein bisschen schwierig zu lesen, muss ich dazu sagen. Deswegen komme ich ab und zu mal ins Stocken, nicht wundern. In den letzten Tagen haben wir viele fremde Schiffe in eurem Hafen festgemacht. Eines davon trägt das Banner des Herzogs. Der von Breitenstein gesandte Diplomat bittet im Namen seines Herrn um Hilfe. Katharina von Breitenstein, die Nichte des Herzogs, ist auf der Reise zu einem Ureinwohnerstamm verschollen. Unverzüglich macht ihr euch auf die Suche nach der Adligen. Nachdem der Diplomat euch die ungefähren Daten ihres letzten Aufenthaltsortes genannt hat. Gut. Okay. Dann machen wir das nochmal. Wir haben sie ja schon gesehen. Wir konnten sie auch schon bewegen. Dann werde ich mal zu der Insel fahren. Das war eine Tabakinsel. Okay. Ich glaube, das läuft sowieso darauf hinaus, dass wir diese Insel hier beschlagnahmen. Was heißt beschlagnahmen? Dass wir da ein Kontor drauf platzieren und die quasi unsere eigenen nennen dürfen. Da können wir dann nämlich schön ein paar Tabakplantagen hinstellen. Gut. Weil die wollten ja Tabak und Gewürze waren's. Tabak und Gewürze, sonst ist alles, ja, zu 100% sogar, zu 90, okay. Aber sonst ist alles wunderbar. In dieser Bevölkerungsstufe 210, okay. In diesem Haus 15. Also haben wir 210 Siedler. Von 378. Und der Rest ist Pionier. Oh, was soll das denn? Na nü, was hier passiert? So. So ist das viel besser. Wir müssen unbedingt wieder an Geld irgendwie kommen. Das Blöde ist ja, ich kann die Steuern auch nicht irgendwie erhöhen. Das geht hier, glaube ich, nur durch Einkaufen an den Ständen und so kriegen wir das Geld rein. Oder wenn die in die Wirtshäuser reingehen und ihre Bierchen bestellen. Ist das verdorben? Verdorrt oder? Sie kann ja schon mal hier an Land gehen irgendwo. Wo ist sie denn jetzt? Da oben? Wie ist sie überhaupt hier hingekommen, Mensch? Hier ist doch nichts. Hier ist doch gar nichts. Ach, sie sagt doch nichts. Ich weiß nicht, ob ich so manchen Viechern aus dem Weg lieber gehen sollte mit ihr. Die ganzen Wölfen hier und so. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob da was passieren kann. Das wäre natürlich dann ein bisschen ärgerlich. Wo ist das Schiff? Halt. Die Flotte erwartet eure Befehle, Kommandant. So. Na, komm. Und ab aufs Schiff. Schwimmt die da hin, oder was? Ach, ist schon. Sie ist an Bord, ja. Yeah. Super. Dann geht's doch zurück, Mensch. In die Watten! Was machst du auch, Katharina, Mensch? Das tut man doch nicht. Vor allem auf so eine komplett einsame Insel, wo gar nichts los ist.
So, ich hoffe ja, dass wir... Ja, wir haben immer noch kein Geld. Kriegen wir jetzt vielleicht auch ein bisschen Geld, wenn wir die zurückbringen in ihre Heimatstadt? Das wäre natürlich nicht schlecht. Aber die Aufgabe ist ja mal einfach. Aber na gut, okay. Da kommen wahrscheinlich noch genug Aufgaben, die nicht so kurz sein werden. Gerade die erste Aufgabe war ja auch etwas langfristiger. Wo ist überhaupt der Scout hin? Da oben ist er. Du kannst eigentlich mal ein bisschen weitergehen. Weiß gar nicht, hatten wir alle Berge durch hier? Die haben wir ja wohl. Ach, und da hinten kommt er gar nicht hin. Na gut, brauchen wir im Prinzip auch nicht mehr zu erkunden. Kann er eher wieder zurückkommen. Womit können wir dienen? Du kannst einmal hier zurückkommen. Wir machen uns auf den Weg. Wunderbar, das wollte ich hören. Nein, nicht auf Schiff. So. Jägersuche, habt ihr die etwas mitgenommene Gestrandete schließlich gefunden? Die Nichte von Breitensteins nimmt euer Herz in dem Augenblick gefangen, in dem sich euer beider Blicke treffen. Als Dank für ihre Rettung schenkt das schöne Mädchen euch ein seltsames und doch vertraut aussehendes Schmuckstück. Ihr staunt nicht schlecht, als ihr erkennt, dass die Verzierungen dieselben sind, die auf euer Amulett eingraviert wurden. Einer Ahnung nachgehend versucht ihr, die beiden Teile zu verbinden, was auch mühelos funktioniert. Auch Katharina ist überrascht, drängt aber schließlich darauf, zu dem eingeborenen Stamm zu fahren, der das eigentliche Ziel ihrer Reise war. Als das Schiff die Insel erreicht, trefft ihr auf die fremden, aber freundlich gesonnenen Eingeborenen. Sie sind an Salz interessiert, das sie zur Konservierung ihrer Nahrungsmittelvorräte dringend benötigen. So, und schon sind wir wieder zurück. Also die Eingeborenen wollen also Salz haben. Ach, da sind Eingeborene. Ja, guck mal, sie war auf der Insel und da oben war sie auch, oder was? Das ist ja sehr mysteriös. Ja, wo sind die denn? Oder gibt's hier irgendwas Besonderes? Heilkräuter, ne. Oder sehen wir die gleich erst, wenn wir da hinkommen? Moment, ich muss mir das jetzt nochmal... Ich lese das nächste natürlich erst nochmal durch. Wir haben ja Katharina jetzt gefunden und wieder zurück in unsere Stadt gebracht. So, findet die Mongolen und tauscht mit ihnen 20 Tonnen Salz. Mit einem Schiff etwas Proviant und... Okay, das ist wohl immer derselbe Text. Ach so. Ah, okay. Okay. Der wird immer länger, der Text quasi. Gut, okay. Dann lese ich mal den unteren vor. Der passt ja jetzt dazu. In den letzten Tagen haben viele fremde Schiffe in eurem Hafen festgemacht. Eines davon trägt das Banner des Herzogs. Der von Breitenstein gesandte Diplomat bittet im Namen seines Herrn um Hilfe. Katharina von Breitenstein, das habe ich dann auch schon gelesen. Ich wollte das hier unten lesen, Mensch. Mann. Nach mehrtägiger Suche habt ihr die etwas mitgenommene Gestrandete schließlich gefunden. Die Nichte von Breitenstein nimmt euer Herz in dem Augenblick gefangen, in dem sich eure beider Blicke treffen. Als Dank für ihre Rettung schenkt das schöne Mädchen euch ein seltsames und doch vertrautes aussehendes Schmuckstück. Erstaunlich schlecht, als ihr erkennt, dass die Verzierungen dieselben sind, die auf euer Amulett eingraviert wurden. Einer Ahnung nachgehend versucht ihr, die beiden Teile zu verbinden, was auch mühelos funktioniert. Auch Katharina ist überrascht, drängt aber schließlich darauf, zu dem eingeborenen Stamm zu fahren, der das eigentliche Ziel ihrer Nahrungsmittelvorräte dringend benötigt. Achso, das eigentliche Ziel ihrer Reise war, als das Schiff die Insel erreicht. Trefft ihr auf die fremden oder freundlich gesonnenen Eingeborenen. Sie sind an Salz interessiert, die sie zur Konservierung ihrer Nahrungsmittelvorräte dringend benötigen. Gut, okay. Ich glaube, das werde ich in Zukunft auch nicht mehr vorlesen, weil im Prinzip kommt das ja auch im Video vor. Und ich müsste das eigentlich auch ohne Probleme reinschneiden können, das Video. Weil es ja, wie gesagt, nicht mit in der Aufnahme normal drin wäre. Achso, wir... Ach, verdammt, Moment. Nicht so weit fahren. Bleibt mal die eben Flotte hier. Erwartet eure Befehle, wir müssen ja eben noch Sachen mitnehmen. Flotte setzt sich in Bewegung, Kommandant. Reicht das eigentlich, wenn wir den Scout da erstmal nur hinschicken?
Ich würde sagen, was kann ich für euch tun? Wir können ja. Wir sind voll Minus, ey. Was ist denn da los? Scheiße, scheiße. Das kann nicht angehen, ey. Irgendwie müssen wir doch zu Gate kommen hier. Vor allem, was haben die alle für ein Problem hier? Das sagte uns ja auch keiner.